wieder was für euch, liebe Schwangeren, Bodystyle in der Schwangerschaft. Mein Name ist Barbara vom VfB Fit. Ihr steht den Po fest anspannen, Brustbein annehmen, Schulterblätter nach unten ziehen und ihr marschiert. Rollt erstmal komplett schön ab, Knie, Fußspitzen nach außen, nimmt die Arme locker mit. So, ihr marschiert weiter. Ich sag jetzt noch mal ein bisschen was zu dem Kurs. Denkt bitte immer dran, ganz wichtig ist, dass es euch gut geht. Wenn es euch gut geht, dann geht es auch dem Kind gut. Und andersrum ist es auch wichtig ist, ihr seid in ganz unterschiedlichen Schwangerschaftsmonaten. Ihr entscheidet bei jeder Übung, was euch jetzt gut tut, was nicht. Wenn in, es ist auch so, dass in den Anfangs- und Endschwangerschaftsmonaten die Bänder ziehen, wenn das so sein sollte, macht ihr die Pause oder macht nicht ganz so doll. Sobald der Bauch hart wird, bitte erst die Übung lassen. Viel trinken, nehmt euch bitte immer was zu trinken mit. Ja, sonst wollen wir ein bisschen Spaß haben, ein bisschen bewegen. Nehmt einmal die Knie etwas höher. Brustbein anheben und die Kreuzbeine. Atmet die ganze Zeit ganz ruhig durch die Nase ein, durch den leicht geöffneten Mund wieder ein. Ein Handfest einatmen, ein Handfest aus. Der Wechsel rechts links. Schön durchatmen. Und der halbe Acht. Schön die Ellbogen zuerst nach hinten. Brustbein anheben. Schultern weg von den Ohren. Beine. Auch hier wieder schön atmen. Ein Pass ein. Wechsel. Und der ganze Arm. Daumen zack nach hinten. Beide. Schön öffnen, durchatmen. Nochmal im Wechsel rechts. Sie
von der ganzen Art. Right.
bisschen locker in der Hüfte sein. Vielleicht tut dir das ganz gut. Du bleibst vorne stehen mit den Beinen und weg. Wechsel die Seite, halber machen wir links, rechts, links, hoch, zurück, locker die Hüfte. Jawohl. Und mal an den Boden. Nimm die Arme mit öffnen. Sehr gut. Komm, noch vier, drei, zwei. Und langsam lösen. Kämpft man so ein bisschen, dass du ein bisschen bewegt bleibst. Sehr gut. Ein bisschen Ausdauer haben wir jetzt gemacht. Wir gehen so ein bisschen in die Kräftigung rein. Brustbein anheben. Nimm mal die Handflächen. So, dass Ellbogen ungefähr auf Schulter sind. Schultern weg von den Ohren. Mit der nächsten Ausatmung drückst du so gut wie es geht. Gegen die Handflächen ran. Mit der Einatmung löst. Brustmuskulatur, sehr wichtig. In der Schwangerschaft und nach der Geburt. Wer so ein bisschen Probleme hat, gerade wenn es auch wieder so komisch warm ist, auf einmal, der bleibt bitte so ein bisschen in Bewegung. Ob ihr tappt, ob ihr marschiert. Und ein. Schulterblätter ganz nach hinten unten. Noch drei weg. Noch zwei. Letztes Mal. Wir halten und atmen weiter. Schieb die Schultern runter, atmen ein und aus und drück die ganze Zeit die Handflächen zusammen. Drei nach. Zwei. Letztes Mal und langsam los. Handgelenke einmal kreisen und atmen. Richtung Wechsel. So, du stellst dich jetzt hüftbreit hin. Wenn der Bauch schon ziemlich groß ist, kannst du dich auch etwas breiter stellen. Knie gehen gleich nach außen. Fuß fest, du gehst als ob du dich hinsetzt in den Squat. Tief und hoch. Ganz wichtig. Dass die Knie bitte nicht über die Fußspitzen gehen, dass du in dem Winkel bleibst. Dann geh nicht ganz so tief. Wenn der Bauch im Weg ist, kannst du dich auch etwas breiter hinstellen. Du musst dann mal so ein bisschen ausprobieren, was für dich jetzt gerade am angenehmsten ist. Leider kann ich euch nicht sehen, aber ich denke, ich muss auch du atmest aus, wenn du tief gehst und ein, wenn du hoch gehst. Brustbein ist die ganze Zeit nach angehoben, Schulterblätter nach hinten. Zwei tief, zwei hoch. Zwei, eins, hoch, hoch. Wir gehen tief, tief, hoch, hoch. Du atmest aus, aus, ein, ein, aus, aus. Achtung, wir gehen drei tief ein. Drei, zwei, eins und hoch. Drei, zwei, eins und hoch. Drei, zwei, eins und hoch. Ein tief hoch. Tief, drei, zwei, eins. Tief, drei, zwei, eins. Tief, drei. Achtung, ganz langsam, auf 4-4. 4, 3 und ganz langsam hoch. 3, einmal ganz langsam auf 4. 2, langsam hoch. 2, Single tief und hoch. Schön atmen, ganz wichtig. Hört so ein bisschen wieder in euch rein. Alles okay ist.
Brustbein anheben. Du atmest ganz ruhig durch die Nase ein. Durch den leicht geöffneten Mund aus. Entweder bleibst du hier, wenn du magst, etwas schneller. Ruhig atmen. Boden fest. Single tief und hoch, ganz normal. Gewicht ist optimal auf dem hinteren Teil der Füße. Die Fußspitzen sollten frei sein. Gewicht auf beiden Beinen gleichmäßig verteilen. Po fest, Arme spannen. Die Knie gehen minimal nach außen. Brustbein ist angehoben. Zwei tief, zwei hoch. Sehr gut, sehr gut. Komm, komm. Tief, tief, hoch, hoch. Drei tief und hoch. Drei, zwei, eins und hoch. Denk dran, zwischendurch immer mal was zu trinken. Hoch, drei. Ein schöner Tief reingehen. Tief, drei, zwei, eins. Tief. Zwei, ganz langsam hoch. Vier, drei. Einen kriegen wir noch hin, oder? Komm, noch. Vier, drei, zwei, eins. Single tief und hoch. Komm, aus. Atmen, tief einatmen. Hoch, los, beim Anschauen. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Wir halten nochmal unten. Hohen fest angespannt. Im Wechsel nochmal die Ferse hoch. Ganz ruhig atmen. Komm, weiter an. Entweder bleibt ihr hier, wer mag, etwas schneller. Ruhig atmen. Und bleiben noch. Drei, zwei, eins. Komm langsam hoch. So ein bisschen Step-Touch. Rechts, links. Rechts. Sehr gut. Durch ein und aus. So, wer dabei ist? Po fest, Brustbein anheben, Schultern senken, ihr bleibt im Step-Touch. Nimmt die Arme Power mit. Drei, zwei, Step-Touch, stopp. Thanks.
habe. Lecker. Schön ruhig atmen. V-Step. Achtung. Step to stretch. Rechts. Hüpf. Double. Ruhig atmen. Lecker. Sehr schön. Achtung, links vor.
zurück. Hol es fest und los bei den Augen. Schau wieder drauf, dass das Knie bitte nicht über die Füße geht. Thank you.
ihr Ellbogen sind gebeugt. Ist die Schwangerschaft schon so dicht, so lange schon, dass es einfach zu doll an den Handgelenken ist, probiert es, ob es einfach auf die Fäuste angenehmer ist. Po ist fest angespannt, Schulterblätter nach hinten, Blick ist gleich nach unten gerichtet, das rechte Bein gebeugt hoch und tief. Ich weiß, einige haben Probleme mit den Bändern, das zieht. Mach bitte das Bein nicht ganz so hoch. Du atmest aus, gehst hoch, atmest ein, gehst tief. Versuch das Knie auf hoch zu kriegen. Du entscheidest, wie weit es geht. Manchmal ist weniger auch mehr. Ich möchte, dass es euch allen gut geht. Dann bleib hier mit den kleinen Bewegungen. Noch vier Stück. Noch drei. Noch zwei. Dann hältst du mal oben und nur den und das Unterbein. Auf eine Höhe, die für dich angenehm ist, streckst du und beugst du das Bein. Brustbein ist angezogen. Bitte, der Kopf bleibt in Verwendung der Wirbelsäule. Wenn du ihn hängen willst, dann geht der Kreislauf. Hier entscheidest du, was dir gut tut. Mach dich rund, setz dich hin. Wenn du magst, darfst du dich nach hinten schieben, die Beine so breit öffnen, die Knie. Wie du das brauchst, wie du dich nach hinten schieben kannst. Das ist immer unterschiedlich. Du darfst jetzt gerade das machen, was dir gut tut. Aufrichten, rund machen, Katzen gucken, zur Seite legen. Das andere Bein, oder? Guck ich dir nochmal deine Haltung. Linke Bein geht gleich los. Hände unter der Schulter, Ellbogen sind gebeugt. Entweder auf die Hände oder auf die Fäuste. Brustbein anheben, Po ist fest angespannt. Mit der nächsten Ausatmung, linke Bein gebeugt. Hoch und tief. Hier schaust du wieder, wie weit es wird. Beckenboden ist angehoben, Po ist fest. Brustbein ist nach hinten, nach oben geschoben. Kopf ist zur Verlängerung der Wirbelsäule, Blick ist nach unten. Du atmest aus, hoch, atmest ein. Wenn das mit den Bändern nicht klappt, dass sie das zu ziehen, zu wehtun, dann lass bitte die Übung ab. Wir bleiben oben, nur das Unterbein. Strecken, beugen. Schultern weg von den Ohren. Du hast es gleich geschafft. Noch vier Stück. Noch drei. Noch zwei. Ein letztes Mal und lösen. Wieder rund machen, lang schieben, nach hinten schieben, wenn es geht. Dann entscheidest du jetzt, was du gerade gut fühlst. Was trinken, wie du magst. Handgelenke kreisen, Richtung wechseln. Links, rechts.
rechts, links, rechts. Sehr gut, du atmest gut weiter. Thank you.
Yeah.
Durch die Nase ein, durch den Leitkörper.